Wir machen einen Stop-Motion-Film. Dafür bewegt man das Objekt immer ein wenig und dann macht man ein Foto. Also bewegen, Foto. Man kann es seitlich, geradeaus, rückwärts und so weiter bewegen. Also wieder bewegen, Bild. Und es dürfen nie die Hände im Bild sein. Also wieder bewegen, Bild. Und jedes Mal die Hand aus dem Bild. Und wenn man eine Hand im Bild hat, dann macht man das Bild einfach nochmal ohne der Hand drin. Das Bild kann man danach löschen. Wenn man alle Bilder schnell hintereinander abspielt, dann verschmelzen sie zu einem Film. Und das ist das Endergebnis.